Das ist Olaf, bekannt wie ein bunter Hund in Langen, denn er fühlt sich pudelwohl auf dem Chefsessel von Frauchen Alexandra Schütz hinter dem Kioskfenster an der Post. Hier ist er einfach der Chef der Herzen, sagen wir immer. Mit seinem Kaldallblick zum Beispiel. Also wenn er einen so treu doof anguckt oder einfach so auch im Schaufenster dann einfach mal so eine Flasche rumschmeißt und alle lachen sich kaputt. Dadurch ist er halt so ein bisschen chaotisch und ja, das, glaube ich, bleibt im Herzen hängen. Eine Berühmtheit ist der vierjährige Beagle inzwischen. Manche sind nur seinetwegen auf den Hund gekommen. Mal was anderes. Ich find's gut. Ja. Ja, stimmt. Aber er guckt niedlich. Er findet's, glaube ich, auch ganz gut. Hunde geht doch über alles, oder? Na klar, auch Olaf liebt seinen Job und seine Kunden in dem Kultkiosk in Langen. Allerdings, Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Der Olaf hat eben die Zigarette rausgerückt, ja. Dafür hat er Leckerli gekriegt. Weil ohne Leckerli macht er praktisch gar nichts. Seit knapp 5 Jahren ist Olaf nun immer dabei, wenn Frauchen Alexandra Schütz arbeitet. Mit nur 11 Wochen kam Klein Olaf hierhin und hat sich von Anfang an sehr wohl zwischen den Zeitungen gefühlt. Dann hat er die ersten Monate mal alle Zeitungen gelesen und zerrissen. Aber inzwischen hat er das auch drin, dass er da nicht mehr drangehen darf. Und ja, die Ausbildung bestand darin, bitte fress die Zeitung nicht. Inzwischen ist Olaf zur Institution geworden, genau wie der Kiosk selber, den es schon seit 1952 gibt. Und wer jetzt denkt, was für ein Hundeleben, das ist doch nicht artgerecht, der kann beruhigt sein, denn Olaf hat natürlich seine gesetzlich geregelten Pausen. Und nach der Arbeit geht's nach draußen.